Ich spreche heute mit Markus Fiedler über die Wikipedia. Hallo Markus. Hallo Konstantin. Dir ist ja schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass es zwischen den politischen Artikeln in der Wikipedia und den nicht politischen, vor allem den naturwissenschaftlichen Artikeln, einen relativ hohen Qualitätsunterschied und auch einen Unterschied im Hinblick auf die Neutralität in diesen Artikeln gibt. Wann ist dir das denn zuerst aufgefallen? Ja, wir müssen an der Formulierung, glaube ich, noch mal ein bisschen präziser arbeiten. Also es gibt auch im Bereich Politik und Geschichte gibt es auch Artikel, die gut sind. Wichtig ist aber, dass sie halt nicht auf das aktuelle politische Geschehen einwirken. Ne? Das heißt also, wenn das irgendwelche politischen Artikel sind, die gerade abseits von den Themen sind, die so in Radio und Fernsehen diskutiert werden, ist es egal. Aber wenn das Themen sind, die diskutiert werden, dann wird es schwierig. Genau. Okay, wann ist mir das aufgefallen? 2014. Also das war eine Kollegin, die mit mir im Abi war. Das heißt, ich hatte meinen Biologie-Abi-Kurs, sie machte Geschichtsabi-Kurs und wir haben uns dann zwischendurch zum Kaffeetrinken getroffen und wir kamen auf das Thema Wikipedia. Sie sagte, die Wikipedia ist nicht zu gebrauchen. Ich war sehr verwundert, weil bis dahin habe ich die Wikipedia total in allen hohen Tönen gelobt, weil ich halt nur in meinem Fach Biologie auf solche Themen wie Proteinbiosynthese, Photosynthese, Glykolyse und sowas geschaut habe. Das sind alles keine politischen Themen. Da sind auch viele Biologen, die einen sehr guten Job machen, vielleicht weil sie arbeitslos sind und in der Wikipedia arbeiten und da auch die Artikel super bequellen. Das sind also verlässliche Quellen, die da eingebastelt werden. Auch Chemiker und Physiker machen das Gleiche, auch Ingenieurswissenschaften. Ja, da kann man auch relativ wenig dran drehen. Also ich meine, entweder läuft so ein Motor oder er läuft nicht. Ne? Und da kann man in der Wikipedia jetzt wenig Nonsens eintragen. Ja, und ich habe das dann erstmal als Kuriosität verbucht und habe mir gedacht, was soll das? Was meint sie da? Die Wikipedia ist als Quelle nicht brauchbar. Ich hatte bis dahin ein ganz anderes Bild. Und ja, dann war das so, dass Ende Jahr 2014 habe ich dann den Historiker Daniele Ganser wahrgenommen. Das war in einem Video, wo er über NATO Stay Behind Armeen sprach. Und NATO Stay Behind Armeen, also da geht es um Geheimarmeen im Bereich der NATO, Geheimarmeen, die keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Ich fand das unheimlich bestürzend und natürlich auch interessant, habe mich dazu informiert. Ja, und dann gucke ich in die Wikipedia, wer ist denn dieser da, Daniele Ganser, interessanter Typ. Und in der Wikipedia stand was ganz anderes drin, als das, was ich von ihm wahrgenommen hatte. Auf einmal sah ich, ach, der soll Verschwörungstheoretiker sein. Was ist denn ein Verschwörungstheoretiker? Kannte ich bis dahin noch nicht. Und dann rechtsradikal, antisemitisch, Reichsbürger und all solche Geschichten wurden da aufgetischt und zwar immer in der Form, dass man nicht sagte, er ist jetzt antisemitisch, sondern er nutzt Literatur, die irgendwie so einen antisemitischen Anklang hätte. Andere Leute haben dann eine Meinung davon, dass das antisemitisch sein könnte, ja. Oder er trifft sich mit Rechtsradikalen, ja? Und solche Sachen und auch wieder diese Einordnung, wer sagt denn, dass das Rechtsradikale sind, ne? Und genau das wird dann genutzt, um die Person Daniele Ganser maximal zu diskreditieren. Warum macht man das? Nicht nur, weil er sich zu NATO Stay Behind Armeen geäußert hat. Das Thema ist ein sehr wichtiges Thema, weil da geht es nämlich um Staatsterrorismus. Denn diese nicht kontrollierten Armeen wurden unter anderem in Italien dafür eingesetzt, um Staatsterrorismus zu betreiben, nämlich indem man zum Beispiel solche Attentate wie das Bologna-Attentate machte. Und das wurde alles in Italien dann aufgedeckt von einem Richter, der da auch sich festgebissen hatte an dem Fall und das auch aufklären wollte. Und dann kamen viele Sachen ans Licht, die vorher so im Halbverborgenen waren, also dass diese NATO Stay Behind Armeen zum Beispiel aus Altnazis sich rekrutierten und diese dann dankend von irgendwelchen ja, CIA-NATO-Leuten da angeworben wurden, damit die halt mit denen solche Kommandoaktionen machen konnten. Offiziell war dann der Sprech, dass diese Stay Behind Armeen irgendwie als Partisanarmeen gedacht seien, falls dann die Russen mal einfallen, dass die irgendwelche Sabotageakte hinter den feindlichen Linien machen können. Aber genutzt wurden sie im Wesentlichen halt für solche staatsterroristischen Akte. So, und jetzt haben wir also mit Daniele Ganser jemanden, der so ein Thema beackert und deswegen eine ganze Menge Ahnung hat von Staatsterrorismus. Und jetzt äußert sich genau dieser Daniele Ganser zu dem Thema 9-11, also zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001.
Und dann war es dann aus. Ne? Das heißt also, dann wird es also für die Leute, die das Narrativ vom 11. September aufrechterhalten wollen, natürlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn dann so ein Schwergewicht sich in den Ring begibt. Also was macht man? Man geht nicht auf die Argumente, man geht auf die Person und versucht dann, die Personen herunterzuputzen. Ne? Und dann passieren solche seltsamen Sachen, wie dass dann eine amerikanische Botschafterin bei der Uni insistiert, wie man dann so jemanden da einstellen könnte. Und dann wurde Daniele Ganser also aus der ETH herausgedrängt. Ne? Also sein Vertrag, das ganze Unileben von ihm, das zielte darauf, also zielgerichtet ab, dass das natürlich irgendwann mal zu einer Professur führen könnte. Das wurde dann je unterbrochen. Nach meinem Dafürhalten deswegen, weil es genügend Apparatschicks in solchen Unis gibt, die halt dafür sorgen, dass das Ganze natürlich nach politischen Vorgaben läuft und also mit Freiheit der Lehre hat das wenig zu tun. Ja? Und Freiheit der Forschung natürlich genauso wenig. Tja, und Wikipedia als Beeinflussungsinstrument der Massen, um so jemanden herunterzuputzen. Und wer schreibt sowas in die Wikipedia? Ich meine, Sie haben ja in Ihrem Film Die dunkle Seite der Wikipedia das bei Daniele Ganser ziemlich genau analysiert. Wer manipuliert solche Artikel? Genau, bei Daniele Ganser können wir das sagen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch aus dem Kopf rekonstruiere. Der Film ist ja inzwischen 8 Jahre her. Bei Daniele Ganser war das ein Gerhard Sattler zum Beispiel, der aus dem Bereich Osnabrück kommt. Der hieß dann in der Wikipedia Co-Pilot. Früher hieß er Jesus-Freund. Ich muss ja noch mal ganz kurz was trinken. Übrigens, ganz wichtige Nachricht. Da steht's. Wikipedia ist kein Lexikon. Wikipedia ist kein Lexikon. Genau. Und der Co-Pilot, wie gesagt, war einer der Vielschreiber. Dann gibt es ein Vieh, das ist ein gewisser Philipp Heide, ein Lehrer, genau wie ich, allerdings nicht im Fach Biologie, sondern im Fach Geschichte. Geschichte und Latein war das, glaube ich, aus dem Bereich Hamburg. Der ist jetzt da, wie nennt sich das, glaube ich, Fachleiter oder sowas in der Art, quasi beim Hamburgischen Kultusministerium, Senat, ich weiß nicht genau, wie das bei denen heißt, leitet da andere Geschichtslehrer an. Und dieser Vieh schreibt auch im Artikel zu Daniele Ganser. Und beide versuchen, diesen Daniele Ganser runterzuputzen, massiv. Da waren auch ein paar andere Leute mit dabei. Das ist also eine Administratorin, Itti war noch mit dabei. Von der wissen wir auch, wer es ist. Das ist also eine Dame, die aus dem Bereich Dortmund kommt und dort einen Schlossereibetrieb hatte. Also da war sie da in der Firmenspitze oder in der Firmenführung, wie auch immer, mit ihrem Mann zusammen und so. Ja, und die schreibt dann halt in die Wikipedia. Man fragt sich, wie kann das sein, wenn da jemand so eine Firma führen muss, wie viel Zeit hat er denn übrig, 24/7 auch noch in die Wikipedia zu schreiben? Die ist ja sehr aktiv, die Dame. Also Itti, ja. Noch ein paar andere Leute. Also ich habe jetzt nicht alle nochmal auf dem Schirm, wir haben ja einige rausgepoolt. Und die Frage ist, sind das irgendwelche bezahlten Leute? Ich gehe erstmal davon aus, nein, sind es nicht. Also alleine deswegen schon nicht, weil die haben eine Überzeugung. Also in der Wikipedia nennt man das Man on a Mission. Ja? In diesem Fall Woman on a Mission oder Women on a Mission. Also es sind wenig Frauen in der Wikipedia unterwegs. Also die meisten sind halt männliche Zeitgenossen. Und die haben halt ein Sendungsbewusstsein und die wollen die Welt von ihrem Weltbild überzeugen. Und das Weltbild ist Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, erzählen. Welches Weltbild haben Sie? Welche Ideologie verfolgen diese Leute? Ja, also Co-Pilot hat von sich selber gesagt, er sei in der Antifa aktiv gewesen, also dieser Gerhard Sattler. Und hätte da in dem Bereich Osnabrück da verhindert, dass irgendwie die NPD irgend so ein Haus kaufen kann in der Gemeinde. Das wäre ja erstmal eine positive Eigenschaft, ja. Aber das ist halt nicht das ganze Bild, ja. Und es wäre auch nur dann positiv, wenn er sich an demokratische Gepflogenheiten gehalten hätte. Da habe ich so meine Zweifel dran. Gerade wenn ich so das heutige Bild der Antifa sehe, dann gruselt es mir, ja. Das ist hat wenig mit Gewaltfreiheit zu tun, was die da machen. Und
Das andere ist aber, seltsamerweise sind dann gerade diese Leute diejenigen, die halt immer transatlantische Narrative nach vorne treiben. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein Angriffskrieg stattfindet, dann sagen die USA ja gerne, das ist gar kein Angriffskrieg, das ist ein Interventionskrieg oder eine militärische Intervention, ja. Und genauso wird es dann auch in die Wikipedia eingetragen. Und genauso erfahren wir das dann auch von diesen Leuten. Das heißt also, diese typischen Wikipedianer, die sich als links oder linksradikal selbst einordnen, transportieren dann die Narrative, die wir von den Neocons aus den USA kennen. Also rechtsradikale, Rechtsextremisten, muss man ja sagen, weil die mit der Waffe in der Hand unterwegs sind, aus den USA. Das sind die Narrative, die dann hier in die Wikipedia eingetragen werden von Leuten, die von sich selber behaupten, sie wären links. Das, also der Verfassungsschutz, und wir haben ja mehrere Verfassungsschütze auf die Länder verteilt, da gibt es genügend Artikel dazu. Und da kann man sehen, dass also die Länderverfassungsschütze diese Antifa-Bewegung, die neuerliche, eben nicht mehr als klassische Antifa einordnen, sondern als Antideutsche. Und Antideutsch deswegen, weil das auch Leute sind, die auch durch das, was sie sagen, also gegen diesen Staat gerichtet sind. Ja, das heißt also, sie wollen den Staat, so wie er ist, vernichten. Und das sind genau diejenigen, die halt... Ja, aber nur gegen diesen Staat. Also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, für alle, die Antideutschen nicht kennen. In den 90er Jahren, also bis in die 90er Jahre, waren Antifas eigentlich grundsätzlich antiimperialistisch eingestellt. Also genau. Gegen jeden Staat und vor allem gegen imperialistisch agierende Staaten. Und in den 90er Jahren mit der Wiedervereinigung gab es dann so einige Schreiberlinge in einigen Redaktionen, beispielsweise in der Bahamas, also kennt jetzt keiner diese Zeitschriften, beispielsweise in der Bahamas. Und die waren dann der Meinung, dass der deutsche Imperialismus nur durch die Wiedervereinigung das gefährlichste überhaupt sei und dass man den deutschen Imperialismus irgendwie unter Kontrolle halten müsse, beispielsweise dadurch, dass man die USA unterstützt, denn die seien ja der Hegemon und würden dafür sorgen, dass Deutschland nicht mehr eigenständig handeln könnte. Also sei alles, was die USA tun und alles, was die deutsche Außenpolitik irgendwie beschränke, grundsätzlich zu unterstützen. Also sehr verquere Gedankengänge, aber also so wird das alles ideologisch begründet und so. Ja. Das mit dem Hegemon haben sie ja gut erkannt, ne? Also das ist ja nicht schlecht. Aber die Argumentation ist schon ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge, ne? Also das ist also, da muss man schon erstmal drauf kommen, auf die Nummer. Ja, also das ist, genau das ist es. Weil die so schräg drauf sind, haben wir das, wir haben sie Transatlantifa genannt, weil das einfach so ein schöner, griffiger Begriff ist. Und man merkt, also das hat mit Antifa nicht viel zu tun. Also inzwischen gehen ja einige Leute so weit, dass sie sagen, diese Antifa, die agiert wie diese SA während der Weimarer Republik, ne? Also als Schlägertruppe quasi. Und das ist auch so. Also zum Beispiel, wenn wir uns mal die Partei, die Basis angucken oder andere Parteien, da war in Berlin, wollte sich da, glaube ich, in so einer Kneipe, Scotch und Sofa oder wie die hieß, wollte sich da eine Partei neu gründen und dann haben Antifa-Leute die Partei, also die Kneipe komplett demoliert, in der die Gründung stattfinden wollte. Also in der die Gründung stattfinden sollte. Das ist also da sieht man, wohin das geht. Ne? Es gibt also Leute, die werden so bedroht, dass sie zum Beispiel einer AfD keine Seele bereitstellen können, weil sie sagen, die machen mir hier den Laden kaputt. Hat das noch mit Demokratie zu tun? Ich muss ja nicht Freund der AfD sein. Na, also das bekanntermaßen sind wir das ja auch nicht. Also weder Dirk noch ich, die wir halt Geschichten aus Wikihaus machen, haben wir schon so oft über die Rampe getragen. Aber es geht ja hier um das demokratische Zusammenleben. Also Demokratie heißt ja nicht, ich hau dir auf die Omme, wenn ich deine Meinung nicht mag, sondern es heißt, wir reden auf Augenhöhe, auch wenn ich das überhaupt nicht unterstütze, was da kommt. Aber ich diskutiere wenigstens mit demjenigen. Ja, und das was von der Antifa kommt, ist halt, die sind sofort mit dem Baseball Schläger unterwegs, wenn es nur der Baseballschläger wäre. Ja, meistens dann auch noch Autos anzünden, alles Mögliche. Also normalerweise sind solche Sachen schwerst strafbar, also gerade Brandstiftung und solche Sachen, aber bei der Antifa geht das anscheinend alles durch. Da ist auch irgendwie kaum ein Staatsanwalt, der sich dafür interessiert. Man könnte auf die Idee kommen, dass diese Antifa tatsächlich ein Regierungsoutlet ist. Oder sagen wir mal so, die Regierung lässt das so laufen, ne? Weil das in ihren Zielen entgegenkommt. Ja. Ja, also seit der Schröder-Regierung gibt es ja auch diesen Kampf gegen rechts, der mit Milliarden vom Staat unterstützt wird. Und da werden systematisch antideutsche Antifas gefördert, damit die da auch die Hegemonie erreichen, was sie mittlerweile auch gut geschafft haben. Also es gibt ja mittlerweile kaum noch antiimperialistische Antifas und fast nur noch antideutsche. Das heißt, man kann sagen, die haben diesen Kampf, der in den 90ern begonnen hat, mehr oder weniger gewonnen. Und wenn man von Antifa spricht, dann meint man halt meistens heutzutage solche Leute.
Genau, also die Antifa als die klassische Antifa gibt es nicht mehr. Das, was in der Antifa jetzt ausgetauscht wurde, ist also dieses Leitbild, dass man gegen den Imperialismus ist, wurde ausgetauscht gegen bedingungslos für Israel. Ja? Und wenn dann die israelische Regierung, der israelische Staatsapparat mit der Exekutive eindeutigst imperialistische Anzeichen an den Tag legt, dann ist das aber alles okay. Dann findet man das toll. Und die Leute, die dann sagen, Moment mal hier, stimmt aber etwas ganz und gar nicht, ja, hier geht's, also man muss aber sich ja vorstellen, Südafrika, der ehemalige Apartheidstaat Südafrika, klagt Israel an, also irgendein Staat aus der Nicaragua war das. Nicaragua war das, die haben uns angeklagt wegen Beihilfe zum Völkermord. Weil wir Israel Waffen und sowas schicken. Also, ne, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Und ich empfehle dringend zum Beispiel die Bundespressekonferenz, denn da ist jetzt ja der Florian Warwick dabei. Der ist ja, glaube ich, auch bei dir im Interview schon mal gewesen und der stellt ja immer sehr unangenehme Fragen. Und man sieht, wie sich da die Regierungssprecher rauswinden. Das ist so eindeutig. Die Lage und sie finden immer noch eine Möglichkeit, das für sich selber oder für das Publikum schön zu reden, was da im Nahen Osten passiert. Ja, es kommen einem die Tränen, wenn man das genau sich anschaut, was da an Menschenleben bei drauf geht. Aber das finden die alles in Ordnung. Immer unter der Prämisse, Israel hat ja das Recht, sich Das zu. Also der Staat Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Ah ja, okay, also von euch wurden irgendwie, also selbst wenn ich dem Narrativ glaube, ne, also denn da sind jetzt irgendwie 1500 Israelis ungefähr, war das, glaube ich, mussten das Zeitliche segnen, sind also ermordet worden oder was auch immer. Und jetzt haben wir schon knapp 30.000 an Palästinensern. Ist das jetzt irgendwie, das ist aber nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Also selbst wenn man alttestamentarisch unterwegs wäre, das ist dann also 10 Augen für eins oder so ähnlich, ja. Also das kann nicht sein. Also was findet da statt? Ne? Also Da genau. sind wir bei einem aktuellen Beispiel. Wenn man sich jetzt in der Wikipedia über Nahostkonflikt informieren wollte, in welche Richtung ist das dann gefärbt? Beziehungsweise ist das überhaupt gefärbt? Was denn? Der Nahostkonflikt, ja, schwerst gefärbt. Also es gibt in der Wikipedia keinen Eintrag zu Israel, der einigermaßen neutral wäre. Da haben wir einen anderen Protagonisten. Also Dirk und ich kommentieren eigentlich dieses aktuelle Geschehen auf Wikihausen eigentlich nicht, sondern wir schauen uns solche Sachen an, die einfach evident sind. Zum Beispiel gibt es in Israel Foltergefängnisse. Punkt. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Ganz klar. Und es ist auch nicht antisemitisch, sowas zu behaupten. Ja, das ist immer das Nächste, was dann kommt. Wenn man behauptet, es gibt in Israel Foltergefängnisse, wird man sofort mit Antisemitismus in Verbindung gebracht. Was hat das mit der Religion zu tun? Im Umkehrschluss müsste ich ja sagen, also diejenigen, die Foltergefängnisse nicht haben wollen, sind also Antisemiten. Also sind diejenigen, die Foltergefängnisse haben wollen, Semiten oder was? Also diejenigen, also dann in diesem Falle stimmt zwar begrifflich nicht ganz genau, aber das sind dann die Juden sozusagen, die wollen Foltergefängnisse haben. Das ist ja grober Unfug, ist das ja. Das ist antisemitisch zu behaupten, dass der jüdische Glaube eine Moralvorstellung hätte, dass Foltern okay wäre. Das ist ja unglaublich. Ja, also die Anlage 1391 in Israel ist ein Foltergefängnis. Und dort verschwinden Leute. Keiner weiß genau, wo die sind. Also die werden da einfach hops genommen. Im Wesentlichen Palästinenser. Man behauptet dann immer, das wären Terroristen. Man dürfte mit solchen Leuten sowas machen. Die kommen in dunkle Zellen. Ja, und ab hier wird es dann nicht mehr jugendfrei. Also Eltern, die jetzt das vielleicht zuhören, die sollten ihren Kindern jetzt die Ohren zuhalten, was dann kommt. Das ist nämlich nicht mehr so appetitlich. Das sind Zellen, die sind dunkel, die sind mit Kot beschmiert, mit Fäkalien beschmiert. Die Leute haben keine Möglichkeit, ihre Notruf zu verrichten, höchstens in einen Eimer. Ja, der wird nur einmal die Woche geleert. Es ist so, wenn Wärter diese Zellen aufmachen, müssen sie sich regelmäßig übergeben. Wenn sie dann die Probanden da rausholen. Die Probanden werden zum Verhör geholt, werden nackt ausgezogen und wahlweise mit einem Stock anal oder mit einem Offizier anal vergewaltigt. Beim Verhör. So. Und was macht ein Und was erfährt man Felix? in der Wikipedia darüber? Genau. Was macht ein Felix? Felix ist Jörg Matthias Claudius Grünewald. Ja? Parteigänger der Linkspartei. Aus dem Bereich München. Mit dem haben wir jetzt ja schon seit Jahren vor Gericht zu tun, weil er nicht so gerne de-anonymisiert werden wollte. Hat das Gericht festgestellt, auch das dürfen die. Was macht ein Felix daraus? Der schreibt dieses Foltergefängnis hoch zu einem Drei-Sterne-Hotel.
Das heißt, alle Hinweise darauf, die zahlreich gegeben sind, im, also das war im Spiegel drin, das war im Guardian drin, das ging durch die Taz, das ging also durch alle möglichen Leitmedien. BBC hat dazu was gemacht. Also man kann nicht behaupten, das hat es nicht gegeben. Ja, es ging durch sämtliche Presse, ging das durch, das ganze Ding. Das wird alles rausgeschrieben. Und das Hauptfragezeichen ist dann halt, da können ja auch die Insassen, werden ja auch nach Hause gelassen, die kriegen auch mal ab und zu mal also Heimaturlaub und sowas, ne? Und können dann auch mal nach Hause gebracht werden. So, jetzt muss man wissen, wer ist dieser Felix? Felix ist jemand, der kommt eigentlich aus dem christlichen Glauben, ist dann konvertiert zum jüdischen Glauben. Also dieser Jörg Matthias Claudius Grünewald hieß früher mal Jörg Egerer, ja? Und jetzt ist er konvertiert zum jüdischen Glauben und ist halt einer, leider der Vertreter, wo man sagt, das hat also hier wenig mit Religion zu tun, das ist Politik, was er da betreibt. Er ist jemand, der quasi Informationskrieger ist für die israelische Regierung, für die israelische Exekutive, war auch im Rahmen von Sahel, war er in den israelischen Streitkräften aktiv, nicht mit der Waffe in der Hand. Zumindest nicht offiziell. Also offiziell heißt es ja, dass Sahel nicht mit der Waffe an der Hand ist. Ne? Dann fragt man sich, Moment mal, da ist also ein deutscher Beamter, übrigens Rechtspfleger. Das war jetzt 2005, 2006 rum, irgendwie in dem Zeitraum war er dann also bei Sahel, der wird von seinem Dienstherrn freigestellt, um in einer Armee zu dienen, die nicht zum NATO-Kontingent gehört. Er ist auch nicht angefordert worden, er geht da als Freiwilliger hin. Das ist normalerweise für einen Beamten das sichere Aus, um aus dem Dienst auszuscheiden, wenn man in einer Armee dient, die nicht die deutsche Armee ist oder auch keine NATO-Armee ist. Ne? Aber das ging da irgendwie alles durch, ja. Der schreibt massiv Artikel in der Wikipedia. Ja, der darf jetzt Artikel in der Wikipedia schreiben. Der schreibt seitdem. Seitdem er bei Sahel gewesen ist, der Artikel zu Sahel war sein allererster Artikel in der Wikipedia. Und seitdem schreibt er haufenweise Artikel mit überwiegendem Israel-Bezug. Das heißt, alles, was irgendwie mit Israel zu tun hat, da schreibt der Artikel zu. Und man kann davon ausgehen, was heißt man kann, also man muss davon ausgehen, alles, was er reinschreibt, ist immer pro-israelische Regierung. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, also man sagt hier, Moment mal, da sind ja Menschenrechtsverletzungen und solche Geschichten, dann schreibt er die raus. Und stattdessen werden Formulierungen eingetragen, die den Eindruck vermitteln, dass doch alles so super toll wäre. Und Leute, die zum Beispiel für einen Frieden in der Ost eintreten, wie zum Beispiel eine Nirit Sommerfeld, das ist auch eine Jüdin, die jetzt auch in Deutschland wohnt und also gemeinsam mit einem verstorbenen Rolf Verleger, der auch Jude war, dann dafür versucht, irgendwie einen vermittelnden Frieden da unten in der Ost zu bekommen. Also da, wo es nicht darum geht, dass die einen unterdrückt werden und die anderen halt dann die großen Sieger sind, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man Verständnis füreinander äußert. Das sind dann auf einmal Antisemiten. Dann muss ich eine Jüdin, Nirit Sommerfeld, die massenweise... Jüdische Antisemiten quasi. Das ist grober Unfug. Also eine Jüdin, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eine Jüdin, die massenweise Familienangehörige im Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Shoah oder des Holocausts verloren hat, in den KZs, die muss sich von jemandem sagen lassen, dass sie Antisemitin sei. Das ist keine Verleumdung oder irgendwie strafbar. Jetzt kommen wir zur neuen deutschen Rechtslage. Ja, also wenn man das vor 10, 15 Jahren gemacht hätte, dann wäre man garantiert vom Kadi gelandet und der hätte einen abgeurteilt. Also wenn man ohne Grund jemanden als Antisemiten bezeichnet, heute geht das durch. Heute heißt es dann vor Gericht, sinngemäß hat der Richter ihr gesagt, so hat sie mir erzählt, ja, Frau Sommerfeld, ich kann verstehen, dass Sie das jetzt nicht so schön finden, aber das ist jetzt freie Meinungsäußerung. So, da haben wir also einen Felix, der über Bande sie mit Antisemitismus auch in der Wikipedia in Verbindung bringt. Dann ist sie dann also, hat sie irgendwas mit Antizionismus zu tun, solche Geschichten. Oder es wird behauptet, dass sie irgendwas mit der Kampagne BDS zu tun hätte, was gar nicht stimmt. Das sind also massenweise Falschaussagen gewesen. Tja. Aber genau, also solche Leute schreiben in der Wikipedia. Und das Problem ist, das sage ich jetzt, also dass Frau Sommerfeld dann einen falschen Rechtsanwalt hatte und wir Gott sei Dank jemanden haben, der da ein bisschen härtere Manschetten hat. Und dann können wir gegen solche Leute dann vorgehen und uns dagegen verteidigen. Ne? Aber das ist schwierig.
Ja? Das heißt also, diese ganze Fraktion, es geht ja nicht um den Glauben. Also wir Christen haben ja kein großes Problem festzustellen, ob das jetzt moralisch okay ist oder nicht okay ist, auch im jüdischen Glauben, weil wir teilen den gleichen Wertehorizont. Wir sind ja geschichtlich gesehen nichts anderes als eine jüdische Sekte. So, das heißt also, ich kann schon beurteilen, also du sollst keinen töten, das ist ja dann vielleicht doch schon mal, das müsste in der Tora genauso drin stehen, ja. Und dann kann ich schon gut beurteilen, was gut und was böse ist. Also die Leute, die agieren nicht im Sinne der Religion, sondern es sind knallharte politische Agenden, die dadurch gezogen werden. Und es ist eine imperialistische Agenda. Israel geht mit seinen Nachbarn imperialistisch um. Es weitet kontinuierlich die Grenzen aus. Es gibt also kontinuierliche Landnahmen, zum Beispiel durch illegale Siedlungen jetzt in den Palästinensergebieten. Und immer weiter werden diese Palästinenser zurückgedrängt. Also all das findet in der Wikipedia nicht statt. In der Wikipedia sind die Palästinenser die Bösen. Und da sehen wir auch den Unterschied zu den 80er Jahren. Da hat die Antifa Partei ergriffen für die Palästinenser. Und jetzt auf einmal ist die Antifa auf der israelischen Seite. Das ist ein cooler Coup, ist das. Also eine ganze Bewegung so umzudrehen. Ne? Also mit Antifaschismus hat das wenig mehr zu tun. Ja, das ist ja, das. Ja. Ne? Also und welche Kontrollmechanismen gibt es jetzt eigentlich in der Wikipedia, um solche Schreiberlinge, die sogar bei dem Staat gearbeitet haben, dessen Handeln sie gerade schön schreiben, um das zu verhindern? Keine. Es gibt offiziell Kontrollmechanismen, ja, aber diese Kontrollmechanismen sind nichts wert. Das ist einfach nur eine Fassade, die funktionieren nicht. Weil die Wikipedia bis in die höchsten Ebenen hinauf genau von solchen Leuten korrumpiert ist. Das heißt also, man kriegt diese Leute, diesen Felix zum Beispiel, nicht raus. Wir haben jetzt ja den enttarnt und haben halt auch gezeigt, das und das macht er, das schreibt er. Also er verunschaltet ja mehrere Artikel. Wir haben dafür viele Beweise geliefert. Übrigens bei wikihausen.de, schauen Sie mal rein. Gibt inzwischen 90 Folgen von unserer Sendung. Wir haben auch Artikel veröffentlicht. Also ich selber veröffentliche bei apolut.net. Immer mal wieder Artikel, auch Dirk Pohlmann, also der Arte ZDF-Journalist, mit dem ich zusammenarbeite, der das Thema jetzt auch beackert seit 6 Jahre sind wir schon unterwegs. Und der hat auch Artikel veröffentlicht, sowohl bei den Nachdenkseiten, was ja so eine Art SPD-nahe Zeitung ist, oder was eine Zeitung ist, SPD-nah, wie die SPD früher mal gewesen ist. Das muss man dazu sagen, weil die SPD hat heute damit auch nicht mehr viel zu tun. So, und genau, also da sind Artikel veröffentlicht worden. Ich selber habe, glaube ich, bei den Nachdenkseiten dazu nichts geschrieben. Ich habe, glaube ich, bei dem Rubicon nochmal was dazu geschrieben, was jetzt irgendwie Manova ist. Manova.news, genau, also da findet man solche Artikel, kann man sehen, was die da machen. Die werden aus der Wikipedia nicht rausgeschmissen. Auch ein Co-Pilot, der eindeutig massiv über die Stränge schlägt in der Wikipedia, wird nicht rausgeschmissen. Da können Sie, also wenn Sie versuchen, mit einer Vandalismus-Anfrage dann da irgendwie was zu machen, dann fliegen Sie selber raus als Antragsteller. Wir hatten ja gerade über die Antideutschen geredet, aber es gibt noch eine andere Gruppe, die in die Wikipedia ja ihre Ideologie mit einbringt. Und das sind die Skeptiker. Über die hattest du ja im Film Zensur, die Manipulation der Wikipedia, schon etwas ausführlicher geredet. Wer sind die Skeptiker und was machen die? Genau. Ja, die Skeptiker sind eine Gruppe, die auch Dogmatiker sind. Die sind auch als Dogmatiker in der Wikipedia unterwegs. Sie verstehen sich selber als religionsablehnend, sind Materialisten, so wie sie sagen, und deuten die Welt halt auf rein mechanistische, materialistische Weise. Das kann man machen. Es gibt bei den Skeptikern so haufenweise Sachen, die wirklich spooky sind, wo man sagt, so, was ist denn das jetzt? Zum Beispiel haben sie Leute in den eigenen Reihen, die Satanismus ganz toll finden. Also ich meine, Religion lehnen sie ab, aber Satanismus finden sie toll. Was ist da los? Dann haben wir festgestellt, dass da einige doch sehr schräg drauf sind. Zum Beispiel verharmlosen sie Kindesmissbrauch. Vor allen Dingen behaupten sie, dass es keinen rituellen Kindesmissbrauch geben würde. Bis dahin ging, dass so sowas behauptet wird, wie solche Snuff-Filme gäbe es nicht. Also Snuff-Filme, für die Leute, die es nicht kennen, ist auch ein sehr unappetitliches Thema, womit man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Also da geht es darum, dass Opfer zu Tode gequält werden, kindliche Opfer zu Tode gequält werden, Leute dafür sogar viel Geld bezahlen, damit sie die Kinder zu Tode quälen dürfen. So ein Fall ist mit dem, der hieß, glaube ich, Peter Scully, ist in Australien und mit den Philippinen vor Gericht gewesen. Da gibt es gerichtsfeste Akten dazu.
dass der so ein ganzes Netzwerk gehabt hat, also dass diese Videos in Umlauf gebracht werden. Und Vertreter der Skeptiker sagen, nö, das gibt's ja alles gar nicht. Es gibt keinen rituellen Kindesmissbrauch. Ja? Wobei man dazu sagen muss, dass dieser rituelle Kindesmissbrauch, dann geht's also nach meinem Dafürhalten, das ganze Rituelle ist nur Brimbamborium außen rum herum. Es geht darum, dass da ziemlich dunkle Geister ihre Perversion ausleben wollen und Leute quälen wollen. Es geht also primär ums Leute quälen, nicht um irgendwelche religiösen Hintergründe dabei. Gut, also diese seltsame Gruppierung hat also auch Leute in der Wikipedia. Ja? Und in der Wikipedia schreiben sie alle möglichen Artikel um, die halt ihrem Weltbild nicht zu Passe kommen. Was noch auffällig ist, ist, dass in der Wikipedia besonders Artikel in den Bereich Pharmaindustrie umgeschrieben werden. Das heißt, also jetzt könnte man sagen, wieso, Pharmaindustrie ist doch alles Wissenschaft, wenn jetzt ja jemand irgendwas zu einem Medikament reinschreibt, ist doch rein wissenschaftlich. Nein, da geht es um Geld. Und wo es um viel Geld gibt, gibt es auch Interessen, dass man die öffentliche Meinung in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Also zum Beispiel, dass man der Öffentlichkeit weismacht, dass das Medikament X doch vollkommen nebenwirkungsfrei wäre und dass es eine tolle Wirkung geben würde, oder Impfung Y wäre auch vollkommen nebenwirkungsfrei, gibt gar keine Todesopfer und stattdessen gibt es nur positive Wirkung. Genau sowas wird da eingetragen. Da gibt es wiederum eine ganze Menge Protagonisten, die da unterwegs sind. Ich glaube, der eine Protagonist, ich muss mal gucken, der hieß, glaube ich, JMB 1982. Den haben wir der Skeptikerbewegung sicher zugeordnet. Der hieß, glaube ich, im normalen Leben Jens M. Bolm war das. Aus dem Bereich Hannover kam der. Dann gibt es zum Beispiel einen Julius Senegal. Der ist auch in dieser Richtung mit unterwegs. Der schreibt gezielt ganz, ganz viele Artikel mit dem Bezug zur Pharmazie und im Zweifelsfall zu Chemie noch mit um. Also der ist sehr aktiv in diesem Bereich. Ja, und wie gesagt, die Skeptiker arbeiten auch daran, dass zum Beispiel ein Daniele Ganser auch runtergeputzt wird, weil es da auch irgendwie einen Anklang und einen Bezug gibt zu diesen transatlantischen Themen. Also das sind jetzt keine voneinander komplett getrennten Lager, also diese Transatlantifa und dann die Skeptiker, sondern das sind so Lager mit einer großen Schnittmenge. Man ist also nicht entweder oder bei den Skeptikern oder dann bei den Transatlantifa-Typen, sondern das kann sich auch deutlich überschneiden. So, ja, und diese beiden Gruppierungen sind erstmal die, die wir rausgearbeitet haben, von denen wir sagen, das sind die Gruppen, die halt die Wikipedia im Wesentlichen beeinflussen. Das heißt nicht, dass es da noch andere Gruppen gibt, die haben aber bisher jetzt also als solche Gruppe nicht ausgemacht. Wenn da was kommt, wenn wir sehen, oh, da gibt es so einen Fingerabdruck, der sich immer wiederholt, dann veröffentlichen wir das. Das Wikipedia-Problem ist kein Problem, was sich auf Deutschland beschränkt, sondern es ist ein internationales Problem. Das heißt also, diese gezielte Manipulation der Wikipedia in eine ganz bestimmte Richtung gibt es auch in England, gibt es in der französischen Wikipedia. Und zum Beispiel eine Helen Beniski, eine investigative Reporterin aus den USA, die hat das für die amerikanische Wikipedia und für den ganzen englischen Bereich hervorragend rausgearbeitet. Und sie hat dann sogar gefunden, dass dann wirklich Leute bezahlt werden. Also das sind also Leute, die geheimdienstlich angebunden sind und die dann ganz gezielt bestimmte Seiten manipulieren. Zum Beispiel hat sie festgestellt, dass also ein Präsidentschaftskandidat Trump maximal heruntergeputzt wird und andere Artikel, die halt von den Demokraten waren, da nannte sie das sanitized. Also die waren klinisch rein, diese Artikel. Ja, genau das Gleiche beobachten wir hier in Deutschland auch. Das heißt also, bestimmte politische Artikel von den Regierungsparteien sind klinisch rein. Da steht kein Sterbenswörtchen drin über irgendwelche komischen Sachen. Obwohl es da vielleicht sehr viel zu berichten gäbe. Und die Parteien, die halt nicht Regierungspartei sind, da wird dann halt eingetragen, alle möglichen kleinen Sachen. Ne? Wie ich schon mal angedeutet habe, also wenn man eine große Gruppe hat, da wird man immer den einen oder anderen finden, der halt ein bisschen schräg drauf ist. Und diese Einzelfälle werden dann aber als Gesamtbild verkauft. Das heißt also, ich sage, der eine strickt aber hier über die Stränge. Also, und dann erzeuge ich den Eindruck, dass aber alle in dieser Partei, alle in dieser Gruppe so sind. Das ist also eines der wesentlichen Merkmale in der Wikipedia, wie gearbeitet wird. Ich nehme Einzelfälle und verallgemeinere das auf die Gesamtgruppe. So funktioniert Diskreditieren in der Wikipedia. Und diese Skeptiker, die haben, wie du gerade schon erläutert hast, ihre eigene Ideologie, ihre eigene Agenda, und sie haben nicht nur die Wikipedia, um das jetzt gleich
zu Anfang schon mal zu sagen, sondern sie haben noch ein ganz eigenes Portal, auf das auch viele Journalisten zurückgegriffen haben, namens Psiram. Was hat es damit auf sich? Psiram ist ein Internet-Rufmordpranger, ganz einfach. Ja? Es gibt sich den Anschein einer seriösen Webseite, ist es aber von und hinten nicht. Es gibt kein Impressum, man weiß nicht, wer da schreibt. Es ist voll anonym. Das ist nicht trivial. Das heißt, da sind Spezialleute am Werk. Also das sind richtige Fachleute, die ihr Handwerk verstehen, wie man Webseiten so gestaltet, dass also die Nutzer dieser Webseiten maximal verschleiert werden. Ja, Psiram ist eine Seite, die, da müsste sich eigentlich mal die Staatsanwaltschaft mit beschäftigen. Aber da passiert nichts. Ich kann auch sagen, warum, weil zum Beispiel regierungsfinanzierte Organisationen, wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung, wo zum Beispiel im Beirat oder im Vorstand, nee, im Beirat war das, glaube ich, ist ein Verfassungsschutzpräsident mit dabei. Diese Seite von der Amadeo-Antonio-Stiftung verlinkt aktiv auf den Server Psiram, um irgendwas zu beweisen. Ja, da kann ich nur sagen, da macht man den Bock zum Gärtner, ja. Also dann sieht man auch, welche Qualität zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung hat. Also wenn ich auf so eine Seite verlinke, dann hat mit Seriosität nichts zu tun. Und da sehen wir auch, in welches Fahrwasser wir langsam geraten sind. Also wir haben Leute, nämlich die Leiterin der Amadeo-Antonio-Stiftung, also die ehemalige Leiterin, also die Annetta Kahane, ist jetzt auch dabei und schreibt Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung. Die tauchen da auf. Dann frage ich mich, in welches politische Fahrwasser kommen wir hier? Ist das noch freiheitlich-demokratische Grundordnung oder was soll das? Also ich könnte jetzt ja noch alle möglichen Sachen aufmachen. Also es gibt also Sachen, die sich die miteinander kommunizieren. Zum Beispiel bei der Annetta Kahane ist auch wieder so ein Ding. Das heißt, die Artikel zu Annetta Kahane werden auch von Kritik freigehalten. Da sorgt unter anderem ein besagter Co-Pilot dafür, das ist also dieser Gerhard Sattler. Da sorgen andere noch dafür, die, wie hieß die nochmal die andere? Fiona B. Also die beiden haben in Teamarbeit in der Wikipedia den Artikel von Annetta Kahane schön geschrieben. Ja. Am Anfang stand da ganz klar drin, einer der ersten Sätze war, Annetta Kahane war ehemalige Stasi-Spitzelin, hat für die Staatssicherheit früher Informationen zugetragen. Ja, so. Und das verschwindet dann aus dem ersten Absatz plötzlich. Ja, und dann steht da drin, sie ist Menschenrechtsaktivistin. Und da, wo es im Haupttext um ihre Stasi-Tätigkeit geht, das waren, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Buchstabe, wurde auch auf ungefähr ein Drittel eingedampft. Die Wikipedia als Manipulationswerkzeug der Massen. Unterstützt Institutionen wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und diese Amadeo-Antonio-Stiftung wird auch vom Staat finanziert. Die ist ja auch jetzt unterwegs zum Beispiel im Kampf gegen Rechts. Und Rechts ist alles das, was nicht der Regierung zupasse kommt. Wie ich schon einen Mal gesagt habe, es geht insbesondere bei der Regierung darum, dass der aufmerksame Demokrat den auf die Finger schaut. Das heißt also, Kritik an der Regierung ist nicht nur gut, sondern es ist wichtig, dass man das macht. Wenn man das nicht macht, dann, weil Macht immer mit Korruption einhergeht oder dem Versuchung der Korruption, dann lasse ich dann also den Dingen ihren freien Lauf und dann habe ich halt eine zutiefst korrupte Staatsführung. Ja, und also was wir jetzt haben, ist eine Medienlandschaft, die Wikipedia ist nur ein Teil davon, die halt der Regierung nach dem Maul redet und eben Kritik an der Regierung weitestgehend vermeidet. Und das führt am Ende dazu, dass wir eine nicht funktionierende Staatsregierung haben. Leider. Ja, das klingt alles sehr besorgniserregend, was du hier in der letzten halben Stunde vorgetragen hast. Ich glaube, zum Abschluss noch eine Frage. Siehst du irgendwelche Hoffnung für die Wikipedia? Nein, kann man höchstens neu aufsetzen und dann versuchen, dass man da ein System aufbaut, was auch ein eigenes Immunsystem hat, also ein reales Immunsystem und nicht so ein vorgespiegeltes Immunsystem, was jetzt immer allenthalben in der Wikipedia kommt. Also die Wikipedia an sich ist verloren. Das ist durch, genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch ist, den kann man vergessen. Das ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr, das ist Parteienfunk geworden, leider. Und hat also mit einer objektiven Berichterstattung herzlich wenig zu tun.
Wir haben es ja am eigenen Leib gemerkt, zum Beispiel, was der NDR über mich veröffentlicht hat, kann man auch knicken. Und all das, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt, was in den Leitmedien kommt, all das findet ja Niederschlag in der Wikipedia und die befruchten sich dann gegenseitig sozusagen. Das ist also ein Zitierkartell. Ja? Das, was die bringen, wird in die Wikipedia eingetragen und was in der Wikipedia drinsteht, wird dann wieder von dem Rundfunk und von den Leitmedien wieder aufgegriffen. Das ist ein ewiges Hin und Her. Und es gibt Themen, wo die sich so weit abseits der Realität bewegen, dass man einfach nur die Hände zusammen, also über die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Also 9/11 hatte ich ja eingangs als Beispiel gesagt. Das ist einfach, das Thema ist für mich durch. Also das Gebäude WTC-7 bei 9/11 ist, das sagt die Physik, anders eingestürzt als das, was offiziell im Narrativ verkündet wurde. Und da hängen jetzt einige Implikationen dran. Und all das wird ja in den öffentlich-rechtlichen Medien und auch in der Wikipedia schon mal gar nicht und auch in den anderen Leitmedien überhaupt nicht transportiert. Tja, das werden dann halt irgendwie in 50 Jahren erfahren, dass da irgendein anderes Ereignis dazu geführt hat, dass diese Flugzeuge da in die Türme reingeflogen sind. Und tja, aber jetzt kann man also mit Wikipedia sich zu informieren über 9/11 ist Blödsinn. Mit Wikipedia sich zu informieren über das Attentat auf JFK ist Blödsinn. Übrigens, das Attentat auf JFK wird von dem Autor Phi, also dem Philipp Heide, dem Geschichtslehrer aus Hamburg hier, vollkommen vereinnahmt. Das heißt, der hat da seine Pfoten da drin und da wird nichts eingetragen, was er nicht möchte, so ungefähr. Also, das kann man knicken, solche Themen. Ja, und auch wenn es um andere Operationen geht, also irgendwas in Richtung Krieg, Ukraine, Russland, kann man immer davon ausgehen, dass immer die NATO-Position eingetragen wird und auch keine objektive Position. Es gibt genügend Ereignisse. Zum Beispiel hatten wir jetzt ja die Sprengung der Nord Stream. Das geht bei den neuen Medien rum, dass die Sprengung der Nord Stream also zu einem außerordentlich hohen Wahrscheinlichkeitsgrad von den USA aus erfolgte, mit Beihilfe von Norwegen zum Beispiel. Und das wird in den Medien nicht stattfinden, also in den Leitmedien. Da wird dann halt gesagt, das ist eine Segeljacht gewesen und die haben dort über eine Tonne Sprengstoff auf dieser kleinen Segeljacht irgendwie nach unten gebracht in 40 bis 60 Meter Tiefe. Wie die das gemacht haben sollen, die Taucher, ohne entsprechende hochtechnologisierte Taucherausrüstung, ist egal. Ne? Also solche Themen werden halt in der Wikipedia so transportiert, wie das halt das Regierungsnarrativ sein soll. Wenn man wirklich wissen will, was stattfindet, dann liest man halt apolut.net oder man liest Free21, das ist die Zeitung, wo jetzt Dirk Pohlmann Chefredakteur ist. Also Free21, also FREE21.org. Auch eine gute Zeitung. Oder halt den Manova, MANOVA.news war das, glaube ich, NEWS. Die Nachdenkseiten.de sind sehr gut, um sich zu informieren. Multipolar, das erwähne ich viel zu selten, das ist von Paul Schreier, ein wunderbarer Journalist, ein Journalist, der sehr kühl und sehr analytisch und akribisch arbeitet. Paul Schreier ist also mit seinem Projekt Multipolar unterwegs. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das multipolar.de ist oder auch Multipolar News. Ich habe das bei mir in den Booknotes drin, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es heißt. Ja, also das sind so die Zeitungen, die man sich unbedingt mal angucken sollte. Und auch, man sollte, gerade wenn es um Krieg geht, auch mal bei der Gegenseite vorbeischalten. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, sich auch mal RT anzuschauen, also Russia Today. Auch wenn man weiß, naja, gut, die transportieren halt die russische Sichtweise. Aber es ist auf jeden Fall schon mal mehr, als wenn man sich nur die eigene Sichtweise anguckt. Dann kann man also auch Widersprüche finden und eventuell ist man danach noch ein bisschen schlauer, als wenn man sich wirklich nur auf ARD und ZDF verlässt. Ja, und Wikipedia, wie gesagt, kann man knicken. Es gibt ein paar Alternativprojekte, sowas wie hieß denn das nochmal? Es ist mir also der Name entfallen von anderen Wikipedia. Bitte was? Pluspedia? Genau, die Pluspedia, vielen Dank. Also sowas wie die Pluspedia gibt es noch. Aber dass die Projekte sind, da sind relativ wenig Leute unterwegs und die haben halt bei weitem nicht diese Artikelanzahl. Also als Grundregel kann man sagen, gut, die Wikipedia zur Recherche verwenden kann man schon. Man muss aber sehr, sehr kritisch sein. Also das, was da drin steht, das, was da drin steht, ist mit
einem relativ hohen Wahrscheinlichkeitsgrad auch schwierig. Ja, immer dann, wenn es um Politik, um Weltanschauung und um Geld geht, dann wird es schwierig in der Wikipedia und man kann sich dann vielleicht durch die Fußnoten durchlesen und gucken, ob man da ein bisschen weiterkommt. Oder man geht in der Zeitachse zurück. Also wir haben ja zum Beispiel bei dem Thema Gladio, haben wir einen Artikel, wo zum Beispiel der Co-Pilot über 80% dieses Artikels gelöscht hat. Gladio, NATO Stay Behind Armeen. Der hatte mal im Jahr 2012 hatte der ungefähr 100.000 Buchstaben und der ist dann eingedampft worden auf nur bis zu 20.000 Buchstaben. Hat Co-Pilot veranlasst, weil er nicht wollte, dass viele Details da drin stehen bleiben. Der hat die Details dann fragmentiert auf andere Artikel verteilt oder gänzlich gelöscht. So, und wenn man weiß, wie die Wikipedia funktioniert, dann kann man natürlich in dem Zeitstrahl zurückgehen und geht auf das Jahr 2012. Und da findet man dann viele Informationen, die heute schon gar nicht mehr drinstehen. Oder man guckt sich das Thema FM-Synthese an. Ich habe da, ich meine, das ist nun wirklich grotesk. Ich habe da im Jahr 2004 als einzigen Artikel, den ich jemals in die Wikipedia eingetragen habe, etwas zur FM-Synthese, also zur Syntheseform eines Yamaha-Synthesizers DX7 zum Beispiel eingetragen. Und wer sich für dieses Sternchenthema oder für dieses Orchideenthema interessiert, der sollte vielleicht nicht jetzt reingucken, sondern halt in die Zeit zwischen 2004 und 2009. Im Jahr 2009 wurde das gelöscht, weil jemand meinte, ich wäre da zu dominant. Gut, ich war damals einer der einzigen Schreiber, die überhaupt über das Thema geschrieben haben. Jetzt stehen dann Sachen drin, die physikalisch korrekt sind, aber die mit der musikalischen FM-Synthese nicht viel zu tun haben. Und jetzt werden so langsam die Sachen nachgetragen, die ich damals schon längst drin stehen hatte. Also man kann auch sagen, das ist eine Sisyphusarbeit. Ne? Also irgendjemand trägt was ein und dann kommt jemand anders und sagt, das ist nicht relevant und löscht das wieder. Das heißt also, es ist eine ewige Sisyphusarbeit. Man fängt immer wieder von vorne an. Kein Wunder, dass dann die paar Schreiberlinge, die jetzt in der Wikipedia noch unterwegs sind, das sind also von der Anzahl her ungefähr 17.000, die ungefähr ein Edit machen pro Monat. Ungefähr 5.000, die 5 Edits machen im Monat und ungefähr 1.000, die 100 Edits machen im Monat. Das sind alle die Leute, die in der Wikipedia arbeiten. Und diese 1.000 Leute, die 100 Edits machen und mehr, das sind diejenigen, die die Wikipedia beherrschen und das sind die Vielschreiber, die halt allen anderen halt und auch den Lesern ihre politische Agenda aufdrücken. Ja, und die sorgen dafür, dass also bestimmte Sachen auch gelöscht werden, die ja halt nicht genehm sind, die nicht in die Öffentlichkeit sollen. Ja, ja, und ich würde sagen, mit den Tipps würden wir uns beide uns verabschieden. Zum Schluss kann ich noch den Kanal Geschichten aus Wikihausen empfehlen, auf dem du und Dirk Pohlmann jeden Monat ungefähr einmal ein kurzes Update geben, was auf Wikipedia wieder passiert ist. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ja, ich danke auch. Mach's gut. Tschüss.